Talks aus der Ernst-Reuter-Oberschule in Berlin-Wedding. Heute haben wir auch wieder einen sehr interessanten Gast. Sie heißt Özlem, ist Quartiersmanagerin in Wedding am Sparplatz und ist Mutter zweier Kinder und kommt aus oder hat einen türkisch-kroatischen Background. Mehr erzählt sie uns gleich selbst. Einen Riesenapplaus bitte für Özlem Ayagini. Bitte komm hier auf unsere Empore. Özlem, ich würde dich bitten, hier einmal, bevor du dich setzt, genau, einmal ein Motto oder ein Zitat. Also, das Sprichwort, eine Sprache, ein Mensch, Punkt, Punkt, Punkt. Viele Sprache, viele Menschen. Was heißt denn das? Das heißt, dass Sprache sehr wichtig ist, dass Sprachen auch Menschen prägen. Sprache gleich Kultur. Und wenn man viele Sprachen spricht, lernt man auch viele Kulturen und hat auch viele Facetten an sich. Erzähl doch mal School Talks. Unsere Gäste, die hier zu School Talks kommen, die reden so ein bisschen über ihre Herkunft, wie sie groß geworden sind, wie sie zur Schule gegangen sind, wie sie die Schule in Erinnerung haben oder wie sie sie erlebt haben. Und es interessiert uns auch bei dir. Wie bist du groß geworden? Ich bin Berlinerin. Ich bin in Kreuzberg geboren, im Obernkrankenhaus. Mein Vater ist Türke, meine Mutter ist Kroatin. Die haben sich hier in einem Arbeiterheim kennengelernt. Und später bin ich zu meinem Vater nach Spandau gezogen. Bin in Spandau quasi groß geworden, was ich eigentlich im Nachhinein gar nicht schön fand, weil eben dort auch die Vielfalt fehlte, die es hier tatsächlich gibt. Ich war schon eine Minderheit damals in der Klasse. Einerseits war das gut, weil ich musste Deutsch sprechen in der Schule. Mit meinen türkischen Mitschülern haben wir eigentlich kaum Türkisch gesprochen. Deswegen war das eine gute Übung für mich. Und meinst du, dein Leben hätte einen anderen Verlauf genommen, wärst du nicht in Spandau zur Schule gegangen, sondern beispielsweise in Kreuzberg, Neukölln, weiß nicht, womöglich in Wedding? Ich wäre eher selbstbewusster geworden. Wenn ich mehr Menschen oder Kinder, Jugendliche um mich rum gehabt hätte, die genau den gleichen Werdegang gehabt hätten wie ich. Und dann hast du seit 2007 hast du diesen Job als Quartiersmanagerin im Wedding, korrekt? Mhm. Und hast sogar eine leitende Position, weil du Teamleiterin bist, genau. Mittlerweile. Was genau macht man denn, also Quartiers, selbst ich könnte eher nur erahnen, was man als Quartiersmanagerin macht. Erklär doch mal allen, was man so macht. Das versuche ich mal ganz einfach zu erklären. Es ist leider so, dass das Programm Soziale Stadt, das gibt es seit 1999. Und dieses Programm beinhaltet eben dieses Quartiersmanagement in verschiedenen Gebieten in Berlin. Wir machen größtenteils Projektmanagement. Wir kriegen Geld von der EU und vom Land Berlin. Und diese verwalten wir. Was wir machen quasi in solchen Gebieten, also am Sparplatz zum Beispiel, manchmal haben wir Gelder für Verschönerungen oder Verbesserungen von Spielplätzen. So, wenn da Geräte fehlen, dann versuchen wir dafür Gelder zu bekommen. Oder wir fördern Nachhilfeunterricht an Schulen zum Beispiel. Also es gibt ganz verschiedene kleinteilige, aber auch große Projekte, die wir dort fördern und begleiten. Und wenn du jetzt ins Büro kommst jeden Morgen, wie sieht dein Alltag aus? Wie muss man sich vorstellen, arbeitet ein Quartiersmanager und schläft sie bis 2 und geht dann mal ins Büro, macht erstmal Mittagspause bis 3? Oder? Ja, ich bin auch manchmal bis 2 unterwegs, stimmt, aber nicht immer, meistens nicht unter der Woche. Nein, also ich fange meistens um 9 an, die Öffnungszeiten sind bei uns ab 10. Und dann begrüße ich erstmal meine Kollegen, gucke, ob alles in Ordnung ist, ob alle glücklich sind, ob alle heil angekommen sind. Und dann, wie wahrscheinlich bei 80% in Berufen, setze ich mich an den Rechner, gucke, was ich für E-Mails habe, beantworte die E-Mails und dann habe ich meine To-Do-Listen. Ich schreibe mir immer auf, was ich alles an diesem Tag machen muss. Und dann arbeite ich meine To-Do-Liste ab. Das ist dann halt mit der Verwaltung, mit dem Bezirksamt telefonieren oder den Senat was fragen oder ein neues Event organisieren. Wir machen ja auch verschiedene Veranstaltungen, auch in Eigenregie. Wie kann man Quartiersmanagerin werden und was genau muss man mitbringen? Und wie viel Geld verdient man? Quartiersmanagerin, es gibt eigentlich nicht die Ausbildung für einen Quartiersmanager. Das Spannende an meinem Beruf ist eigentlich, es machen die Leute aus. Wir haben Sozialpädagogen,
also Menschen, die Sozialpädagogik studiert haben. Wir haben aber auch Stadt- und Regionalplaner, wir haben Architekten, wir haben Landschaftsplaner, wir haben Politologen, Soziologen, also eigentlich alles Mögliche, was man studieren kann, findet sich dann auch bei uns. Und das macht aber auch die Vielfalt von den Mitarbeitern beim Quartiersmanagement aus. Und ich glaube, man braucht auch diese Vielfalt, weil wir auch ganz unterschiedliche Sachen bearbeiten. Also von der Verwaltung bis runter zu den Bürgern, wo wir ganz klar Basisdemokratie machen. Also wo wir wirklich eins zu eins mit den Bürgern zusammenarbeiten und Ideen entwickeln. Verdient tut man, kommt auf den Träger an. Also wir werden vom Senat bezahlt, also unser Auftraggeber ist der Senat. Ich vermute mal zwischen 1000, je nach Stundenzahl, wie man arbeitet, 1500 bis 2800, ich weiß es nicht, kann es nicht so sagen. Also lohnt sich ein Studium auf jeden Fall, um... Ein Studium lohnt sich auf jeden Fall, ob man dann Quartiersmanagerin werden will oder nicht, das sei mal dann, sollte in den Sternen stehen dürfen, aber ich glaube, ein Studium ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ich glaube, dieser Beruf hält aber auch jung, ne? Weil du immer mit neuen Themen, mit neuen Menschen in Berührung kommst und es ist total spannend, glaube ich. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Also man hat auch immer neue Herausforderungen, man lernt auch. Also ich habe in den letzten 7 Jahren sehr viel gelernt und ich hoffe, ich werde es auch noch weiterhin tun. Man kann auch ein paar Sachen parallel machen. Also ich habe zum Beispiel seit Jahren, mache ich zum Beispiel die Deko beim Karneval der Kulturen von einer Bühne. Und das macht mir Spaß, weil ich brauche diese kreative Arbeit und auch dieses Handwerkliche immer noch, weil dieses ganze Zeit am Computer sitzen und Menschen reden, ist zwar schön, aber auf die Dauer hat man irgendwie nicht viel in der Hand. Und wenn man dann aber irgendwas, ein Projekt anfängt, wie so eine Bühne, eine Idee, von der Idee bis zur Gestaltung, bis man das dann fertig sieht, hat nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, das ist auch schön, sich dann auch so das, was man gerne macht, sehr, sehr gerne macht oder was ein Hobby ist, auch dann wirklich zum Beruf dann, also teilweise mit als Beruf zu nehmen. Und auch im Fragebogen war eine Frage, ob es in deinem Leben brenzlige Situationen schon mal gab. Und dann stand da, Kommunikation ist das A und O. Hast du gemerkt, dass du in brenzligen Situationen eher kommunizieren sollst, als draufzuhauen? Ja, das habe ich für mich gelernt. Also erstmal zuhören und auch mal die Situation erfüllen, weil jeder kommt mit seiner eigenen Blase zur Schule zum Beispiel, hat vielleicht zu Hause gerade Stress gehabt oder wurde in der U-Bahn angemacht und dann kommt man mit diesem Stress zur Schule, aber du weißt das nicht, dass der gerade Stress hat. Ja. Und dann sagst du was und dann knallt man aneinander. Und um das zu vermeiden, muss man immer einen Schritt zurück machen, bin ich der Meinung, zu gucken, was ist da? Ist es jetzt wegen mir oder ist das eigentlich was anderes? Und ich glaube, reden, zuhören, ein bisschen fühlen, wie geht es dem anderen, wie geht es mir, hilft schon. Das war School Talks mit Özlem hier auf unserer blauen Couch. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Özlem. Klickt euch durch die Videos fleißig, schooltalks.de. Schön, dass ihr da wart. Danke, Özlem, und danke, Ernst Reuter Oberschule. Tschüss.